Was Sie nun sehen werden, ist einer der besten Beweise für Alien-Besucher auf der Erde. Britische Urlauber sollen diese Aufnahmen gemacht und an US-Geheimagenten übergeben haben. Seit dem Absturz eines UFOs im Jahr 1996 sollen im Urwald von Südbrasilien Aliens leben. Das erste Wesen haben sie da drüben eingefangen. Ryder, Ben und James fliegen nach Südamerika, um dem sogenannten Varginha-Fall auf den Grund zu gehen. Es gibt unbekannte Flugkörper über Brasilien. Ihre Suche nach Antworten führt sie an wilde und entlegene Orte. Und bringt James an seine Grenzen. Entschuldige die Heulerei. Es ging nicht mehr. No, I know. I know. Mit jedem Hinweis kommen sie der Antwort auf die Frage näher, ob in diesem Dschungel wirklich Aliens leben. Ich höre was. Oh mein Gott! Das ist kein irdisches Flugzeug. Habt ihr das gesehen? Oft steckt hinter UFOs eine gewöhnliche Erklärung, wenn man nur genau hinsieht. Zum ersten Mal glaube ich, dass es UFOs vielleicht doch gibt. Hier nach Beweisen zu suchen, ist das Größte für mich. Ein Traum. Oh mein Gott! Wow! God. Varginha ist quasi das Roswell von Brasilien. Hier sind angeblich Aliens abgestürzt, die überlebt haben und in der Stadt gesehen worden sein sollen. Dieser bekannte Fall ereignete sich 1996 in der Kleinstadt Varginha. Ich finde das enorm wichtig, weil es A. nicht lang her ist und es B. Augenzeugenberichte über alienähnliche lebende Wesen gibt. Das ist wirklich nicht lang her. Ein UFO stürzt ab, Wesen werden gesichtet und kein Wort davon in den amerikanischen Nachrichten. Unglaublich. Dieser Fall interessiert mich schon seit Jahren. Dass ich jetzt hier bin und Augenzeugen treffen kann, ist fantastisch. Wenn noch Augenzeugen von damals hier sind, können wir sicher mit ihnen sprechen. Ja, hoffentlich können sie uns Beweise zeigen, die die Geschichte untermauern oder widerlegen. Eine Absturz- oder Landestelle oder Hinweise auf eine Bergung oder Aufräumarbeiten wären toll. Ich habe von einem A.J. Javar gehört, der viele Leute kennt. Den könnte ich auf jeden Fall mal kontaktieren. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Ein UFO, eine Absturzstelle und Aliens im Urwald. Wenn das kein Fall für uns ist, weiß ich auch nicht. Hallo. Und, gefällt's euch hier? Eine tolle Aussicht. Hier hat sich alles abgespielt. Am 20. Januar 1996 wurde Varginha zum brasilianischen Roswell. Können Sie den beiden eine kurze Zusammenfassung geben? Natürlich. Mitten in der Nacht sahen einige Leute ein kleines Objekt abstürzen. Andere sahen dort drüben drei oder vier kleine seltsame Wesen und dachten, es wären Affen oder wilde Tiere. Also riefen sie die Feuerwehr. Die Feuerwehr kam mit Armeeunterstützung und fing das erste Wesen gleich da drüben ein. Es war klein. Hatte einen großen Kopf und braune Haut mit dicken, schwarzen Adern.
Es hatte nur drei Finger in jeder Hand und große rote Augen. Ein zweites Wesen wurde von einem 23-jährigen Militärpolizisten gefangen. Er war kerngesund. Doch 20 Tage später starb er an einer Infektion. Es war, als hätte sein Immunsystem schlapp gemacht. Danach haben Polizei und Armee den Totenschein ein Jahr lang zurückgehalten. Als die Familie ihn letztendlich bekam, war er geschwärzt. Ich habe Gänsehaut. Ich sehe es. Guck mal. In dieser Stadt finden Sie 100, wenn nicht 200 Augenzeugen. Leute, die nicht nur davon gehört, sondern die Dinge mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Hier in dieser Stadt im Januar 1996. Es gab einen Absturz mit außerirdischen Überlebenden und die wandern nun durch den Urwald. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Eine Absturzstelle, hunderte Augenzeugen und mögliche Alien-Überlebende. Das ist doch eine super Story. Wenn wir hier nachforschen wollen, kriegen wir garantiert ein Sprachproblem. Ich finde, wir sollten uns einen Dolmetscher suchen. Der kann uns helfen, Augenzeugen zu finden und uns an Orte bringen, zu denen wir sonst keinen Zugang hätten. Mein Portugiesisch ist nicht so gut. Ich kann sagen, não falo português. Na toll, ich spreche kein. Du sollst ein guter Dolmetscher und Stadtführer sein. Ja, stimmt. Toll. Du hast sicher gehört, was hier passiert sein soll. Ja, viele Leute in Brasilien kennen die Geschichten. Aber wir wissen auch nur das, was in den Medien berichtet wurde. Ich bin schon gespannt. Super. Ich zeige euch alles. Aber vorher besorgen wir euch das Wichtigste auf dem Markt. Okay, vielen Dank. Wir gehen einkaufen, denn heute Nacht schlafen wir im Urwald. Wie findet ihr Brasilien so? So weit, so gut. Ich staune, wie gut du schalten kannst. Kann ich den gegen Kartoffeln tauschen? Behaltet ihn. Ich werde dich nicht los. Nicht mal für ein paar Tomaten? Ein paar Planen? Was noch? Macheten? Eine Frage. Hat er je ein UFO gesehen? Nur im Fernsehen. Glaubst du dran? Ja. Warum? Das Universum ist so groß. Cool. Klingt logisch. Wir finden eins für dich. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ciao, obrigado, boa sorte. Ryder denkt, wir sollten in den Urwald gehen und versuchen, diese angeblichen Aliens zu finden. Wir müssen von der Straße weg und einen Platz für unser Lager finden. All right, for you.
Es lichtet sich. Ich sehe es. Da ist eine Lichtung. Was denkt ihr? Es ist eine Lichtung. Ist doch eine gute Stelle. Soll das Zelt hier hin? Gut. Das Lager steht soweit. Ich hole Feuerholz. Genug für die ganze Nacht. Okay. Na dann, wir hören uns übers Walkie-Talkie. Okay. Viel Glück. Den sehen wir nie wieder. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh Mann. Okay. Camping im brasilianischen Regenwald. Vor 5 Jahren hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich hier mal nach Alienspuren suche. Echt. Looking for alien tracks. Not exactly. Do you see something? Siehst du was? Just thought I heard. Ich hab was gehört. Kein Wunder, hier gibt's mehr Getier als in ganz Nevada. James sollte mal wiederkommen. Er ist schon fast eine Stunde weg. Ryder, Ben, hört ihr mich? Copy, James, go ahead. Was gibt's? I don't know about you guys. Hört ihr auch diese komischen Geräusche? Wie hört es sich an? Als würde etwas Schweres durch den Wald laufen. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist hier gerade durchgelaufen. Spinnenweben. Licht? Nein, ich will die nicht auch noch sehen. Soll ich mal? Schon okay. Ich schwöre, ich habe was gehört. Als würde was ums Zelt laufen. Genau das höre ich auch. Und ich bin allein. Ihr seid immerhin zu zweit. Au! Mich hat was gebissen. Der Wald ist so dicht, ich kann nicht mal den Himmel sehen. Falls mir was passiert... James, alles klar? Ich bin gestürzt. I'm okay.
Alles okay. Ich wollte euch nur veralbern und dann falle ich wirklich. Sei vorsichtig. Zum Glück habe ich mir nichts abgehackt. Ich bin rückwärts gefallen mit der Machete in der Hand. Mitten in dieser grünen Hölle. James, pass ja auf. Komm wieder her. Ich kletter aus dem Graben und komme zurück. Verstanden, aber vorsichtig, ja? Machen wir Feuer? Ja. Na dann los. Okay, du darfst. Durch die kleinen Spalten hier kommt überall gut Luft dran. Viel Glück. Ich bin gespannt. Ich tue ein paar Papierschnipsel rein. Lass das. Ach komm. Lass den Quarkfinder ran. Da ist aber Plastik dran. Echt? Also echt, James. Gut, ich halte mich raus. Zum Glück muss ich nur eine Nacht mit euch hier draußen bleiben. Ihr seid wie ein altes Ehepaar. Er war einfach zu ungeduldig. Wer ist hier der Pfadfinder? Oh Gott, Ryder! Die Kühlbox ist hin. War halt nur Styropor. Das Ding hält echt nichts aus. Oh Gott, wir drei in einem Zelt. Nacht, Ryder. Nacht, Ben. Nacht, James. Nacht, Ben. Nacht, Ryder. Nacht, James. Nacht, Aliens. Letzte Nacht war unheimlich und hat uns nicht weitergebracht. Hoffentlich kann uns José Pereira helfen. Er ist General der brasilianischen Luftwaffe. Ex-Kommandeur der brasilianischen Flugabwehr. General Pereira ist 47 Jahre im Dienst und war Befehlshaber des Luft- und Raumfahrtkommandos. Wenn einer was über UFOs weiß, dann er. Er soll auch geholfen haben, die Akten über UFOs und die durchgeführten Untersuchungen zu veröffentlichen. Überlegt mal, wenn wir mit ihm über aktuelle Fälle sprechen und er sie bestätigt, gibt er quasi zu, dass Brasilien in seiner Abwehrtechnologie rückständig ist. Wir haben echt Glück, dass Pereira mit uns über UFOs und die Vorfälle in Brasilien sprechen will. Absolut. Hi, Eduardo. Das ist Brigadegeneral José Pereira. Hello. Das sind Ryder, Ben und James. James, es ist uns eine Ehre. Wie denkt das Militär über UFOs und warum stellt es Untersuchungen dazu an? Das Militär will alle UFO-Vorfälle in der Gegend erfassen und größtmögliche Transparenz für die Öffentlichkeit schaffen. Glaubt er an UFOs? O senhor acredita na existência de OVNIs? Eu acredito absolutamente que objetos não identificados estão voando na atmosfera terrestre. Er ist überzeugt, dass es unbekannte Flugkörper über Brasilien gibt.
Würde die Regierung die Öffentlichkeit über abgestürzte UFOs und Alienleichen informieren? Damals nicht. Mit General Pereira haben wir einen aktiven General, der die Existenz von UFOs bestätigt. Das war beeindruckend. Unfassbar. Echt cool. Er weiß so viel mehr, als er sagen durfte. Und ich wette, er hätte es gern verraten. Aber schon, dass wir ihn treffen durften, war die Reise wert. Ich garantiere euch, dass die veröffentlichten Informationen erst die Spitze des Eisbergs sind. Die Luftwaffe weiß mehr und die amerikanische Regierung auch. Du garantierst das? Wirklich? Absolut. Am Ende kommt raus, es gab Besucher und sie wussten es. Er sagte nur, unbekannte Flugkörper. Die Einheimischen glauben fest an die Aliens im Urwald. Vielleicht können wir sie nicht finden, weil sie sich zu gut verstecken. Und wo ginge das besser als in einer Höhle? Um so eine zu finden, müssen wir allerdings durchs Wasser. Ich ziehe meine Shorts an. Brasilien hat eines der komplexesten Flussnetze weltweit. Wer sich da auskennt, kommt überall hin. Hoffentlich finden wir ein paar interessante Höhlen. Die Stromschnellen sehen tückisch aus. Also Achtung! Meine Shorts sind nass. Super. Hier wird's ruhiger. Bis zur Höhle sind es 5 Kilometer Fußmarsch. Stockfinster. Diese Höhle liegt nur unweit der Absturzstelle. Hier wäre also ein logisches Alien-Versteck. Gibst du mir den großen Ast? Ich lasse die Schuhe hier. Die klaut sicher keiner. Eng drum wickeln und dann festziehen. Make sure you're all wrapped really tight. Okay. Okay. Right? Geht's? Okay. Klassisch. Wie bei Jules Verne. Wir sollten nicht alle auf einmal anzünden. Wenn es da drin sehr nass ist, brennt sie vielleicht nicht lang. Wir nehmen erstmal unsere Taschenlampen. Wie in Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich hoffe, wir finden was, das erklärt, warum die Leute hier an Aliens glauben. Hauptsache nichts mit roten Augen.
Wieso denn nicht? Ich lass dich dann mal vor. Okay. Keep your eyes. Haltet die Augen nach Lebenszeichen offen. Wenn Aliens wirklich in Höhlen leben, muss es hier nicht menschliche Spuren geben. Danach suchen wir. Die Augen müssen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Es werde Licht. Geh vor. Seht euch das an. Beeindruckend. Kann's weitergehen? Oh Gott. Hier geht's tief runter, Ben. Hier geht's noch tiefer runter. Viel tiefer. Verrückt, wie windig es ist. Echt unheimlich. Das Gute ist, das ist Quarzitgestein. Es sollte also nicht unter uns wegbrechen. Wenn hier Aliens leben, muss es Spuren geben. Haltet Ausschau nach Einritzungen. Man sieht Feuerspuren an den Wänden. Da! Komisch. Wir sind nicht die Ersten hier. Die Luft wird immer dünner. Achtung, duckt euch. Hier geht's sehr tief runter. Okay. Vorsicht. Whoa, whoa. Oh Gott. Mist, es geht immer tiefer. Oh Gott, Spinnen! Riesenspinnen. Ich kann kaum atmen, wir müssen weiter. Alles gut? Hier ist fast kein Sauerstoff. Lauft weiter, wir brauchen Luft. Achtung, duckt euch. Die Luft hier drin ist so dünn, das ist wie Kohlenmonoxid. Jesus. Leute, ich kann nicht mehr. Nichts wie raus hier. Hier geht's raus. Alles klar? Vorsicht. Wow. Mein Gott, ist das schön.
Mal sehen, wohin die Brücke führt. Nach der erfolglosen Höhlenexpedition glaube ich, die ganze Alien-Geschichte ist nichts weiter als bloße Theorie. James hat uns das brasilianische Roswell versprochen. Wir haben in Höhlen und im Urwald gesucht, aber nichts gefunden. Ganz ehrlich, der Virginia-Fall enttäuscht mich. Ben und Ryder sind frustriert. Deshalb müssen wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Augenzeugen. Ich konnte drei Zeugen ausmachen, die ein lebendes Alien gesehen haben wollen. Hallo, das ist James. Mit euch zu sprechen ist das Größte für mich. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Können Sie beschreiben, was im Januar 96 geschah? Es war nachmittags um drei. Sie gingen einen anderen Heimweg als sonst. Sie sah ein kleines, schwitzendes Wesen. Es sah aus wie ein Mensch ohne Haar, dafür mit roten Augen und drei Hörnern. Sie zeigte es den anderen und dann rannten sie weg. Was würden Sie sagen, wenn Sie diese Erfahrung mit der Welt teilen können? Es war keine gute Erfahrung und sie würden es gern ungeschehen machen. Nur Menschen, die dasselbe erlebt haben, wissen, was sie fühlten und wie es ihr Leben beeinflusste. Was hat sich verändert? Alles. Freundschaften, Arbeit, Schule. Menschen nahmen Abstand, weil sie sie für verrückt hielten. Alguém pode chegar, não, foi assim, pegamos e levamos para tal lugar. Sie hofft, dass die Wahrheit eines Tages rauskommt und man ihr dann endlich glaubt. Ich bin so froh, dass ich Sie treffen durfte. Deshalb mache ich das hier. Ich möchte Ihnen danken, aus tiefstem Herzen. Ele está muito, muito agradecido a vocês. Para ele é um dos momentos altos da carreira dele. Encontrar vocês, conversar com vocês. Entschuldige die Heulerei. Schon klar, ich weiß. Darum mache ich das alles hier. Ich will diesen Menschen Gehör verschaffen. Keiner glaubt mir, aber ich weiß, wovon ich spreche. Darum geht's. James ist sehr emotional. Denn viele schlachten dieses Thema aus. Aber er hat ein echtes Anliegen. Es hat ihn viel Mühe gekostet, die Frauen zum Reden zu bewegen. Und er kämpft so hart, um ein Bewusstsein für die Existenz von UFOs zu schaffen.
We're really grasping at straws here. Keiner sagt uns, wo das UFO abstürzte und was mit den angeblichen Wesen geschah. Niemand gibt uns auch nur einen Tipp. Also nehme ich die wenigen Hinweise, die wir haben, und führe uns zu dem Ort, an dem der Absturz stattgefunden haben könnte, falls es einen gab. Durch den Sturm ist es dunkel, aber es muss auch so gehen. Das ist ein Schuss ins Blaue, aber wir suchen die Gegend dennoch nach Hinweisen ab. Es ist stockdunkel und durch den Regen ist alles nass, wir inklusive. Immerhin ist meine Stimmung noch gut. Ich gehe allein los, während die Jungs die Gegend nach Trümmern absuchen. Da ist schon was. Der Baum ist riesig. Große Äste sind abgeknickt. Keine Ahnung, ob durch Blitze oder was anderes. Der hatte schon bessere Tage. Oh, what is that? Ryder an Ben und James? Ryder, what's going on? Was ist los? James hier. Ihr müsst herkommen. Ich bin östlich von euch. Verstanden, wir kommen. Hey, Ryder. Hey, Jungs. Wow. Riesige Spinnennetze im Baum. Seht euch das an. Diese Fäden, dick wie Angelschnur. Die sind enorm. Hier ist eins und da auch, überall. Oh Mann, da. Ein einziges Spinnennest. Seht mal. Guck mal da. Das müssen Hunderte sein. Ryder, komm her. Was zur... Oh mein Gott. Das müssen Hunderte sein. Ich bin für Rückzug. Wir sind in der Unterzahl. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Meine Tasche liegt noch da. Bestimmt voller Spinnen. Wenn die Wesen wirklich in den Wald geflüchtet sind, sind sie vielleicht hier durchgekommen. Das ist der einzige Wald bei der potenziellen Absturzstelle. Hallo? Hallo? Entweder ich spinne oder da ist was drin. Ich höre Schritte. Da hat sich was bewegt. Genau hier. Und mich hat was angestarrt. Jungs, hier ist irgendwas. Es raschelt in den Büschen. Klingt nach Schritten. Zwei Beine, nicht vier. Und die kommen. Oh Gott! Scheiße! Verdammte Eule! Oh Mann! Verflucht nochmal. Ryder, was ist bei dir los? Ich habe Schritte gehört und die Kamera draufgehalten, um was auch immer da war zu erwischen. Immer wenn ich mich bewegt habe, hat es sich auch bewegt. Da bin ich ganz still stehen geblieben und habe auf die Büsche gestarrt.
Ich hätte schwören können, dass da ein leuchtendes Auge war. Und dann ist auf einmal eine Eule losgeflogen. Da habe ich geschrien und was auch immer da im Busch saß, war weg. Glaubst du mir, dass ich A, den Schrei gehört und B, die Eule gesehen habe? Echt? Ganz weit oben. Fühlte sich viel größer und näher an. Es klart auf. Der Trip nach Brasilien war wild. Aber unsere Suche ist noch nicht vorbei. In Brasilien lief es nicht so gut wie sonst. Wir haben kaum handfeste Beweise gefunden und müssen uns auf Zeugenberichte verlassen. Zeig mal das Video, das uns nach Brasilien gelockt hat. Seht euch das Bild des Aliens an. Keine Schatten oder Farbtiefe. Obwohl es im Wald steht, ist es sehr hell. Es wirft keine Schatten, die zur Umgebung passen. Ich denke, hier wollte sich jemand einen Spaß erlauben. Das wurde garantiert nachträglich eingefügt. Diese Idee von Außerirdischen im Urwald ist ein brasilianisches Märchen und hier wollte jemand Teil davon sein. Was glaubst du nach allem, was wir gesehen haben? Ich weiß nicht. Ein Puzzleteil fehlt. In Virginia gibt es zwar Augenzeugen, die Aliens gesehen haben wollen, aber keine handfesten, objektiven Beweise. Um die Geschichte zu glauben, brauche ich viel mehr als das. Die Leute reden von einer Absturzstelle in Virginia, und das ist das größte Rätsel. Wo ist denn diese Absturzstelle? Ohne sie ist alles andere wertlos. Für mich ist Virginia das Roswell Brasiliens. Ich war enttäuscht, dass wir die Absturzstelle nicht finden konnten. Aber die Gespräche mit General Pereira, AJ und den drei Augenzeuginnen, lassen mich glauben, dass dort etwas Außergewöhnliches, wenn nicht Außerirdisches, passiert ist. And most likely something from out of this world. I'm convinced that a UFO crashed. Ich glaube, es gab hier einen UFO-Absturz und überlebende Aliens, die von Einheimischen gesehen wurden. Ins Leben muss es Spuren geben. Haltet Ausschau nach Einritzungen. Man sieht Feuerspuren an den Wänden. Da. Komisch. Wir sind nicht die Ersten hier. Die Luft wird immer dünner. Achtung, duckt euch. Hier geht's sehr tief runter. Okay. Vorsicht. Whoa, whoa. Oh Gott. Mist, es geht immer tiefer. Oh Gott, Spinnen! Riesenspinnen. Ich kann kaum atmen, wir müssen weiter. Alles gut? Hier ist fast kein Sauerstoff.
Lauft weiter, wir brauchen Luft. Achtung, duckt euch. Die Luft hier drin ist so dünn, das ist wie Kohlenmonoxid. Jesus. Leute, ich kann nicht mehr. Nichts wie raus hier. Hier geht's raus. Alles klar? Vorsicht. Wow. Mein Gott, ist das schön. Mal sehen, wohin die Brücke führt. Nach der erfolglosen Höhlenexpedition glaube ich, die ganze Alien-Geschichte ist nichts weiter als bloße Theorie. Als würde was ums Zelt laufen. Genau das höre ich auch. Und ich bin allein. Ihr seid immerhin zu zweit. Au! Mich hat was gebissen. Der Wald ist so dicht, ich kann nicht mal den Himmel sehen. Falls mir was passiert. James, okay? James, alles klar? Ich bin gestürzt. Alles okay. Ich wollte euch nur veralbern und dann falle ich wirklich. Sei vorsichtig. Zum Glück habe ich mir nichts abgehackt. Ich bin rückwärts gefallen mit der Machete in der Hand. Mitten in dieser grünen Hölle. James, pass ja auf. Komm wieder her. Ich kletter aus dem Graben und komme zurück. Verstanden, aber vorsichtig, ja? Machen wir Feuer? Ja. Na dann los. Okay, du darfst. Durch die kleinen Spalten hier kommt überall gut Luft dran. Viel Glück. Ich bin gespannt. Ich tue ein paar Papierschnipsel rein. Lass das. Ach komm. Lass den Pfadfinder ran. Da ist aber Plastik dran. Echt? Also echt, James. Gut, ich halte mich raus. Zum Glück muss ich nur eine Nacht mit euch hier draußen bleiben. Ihr seid wie ein altes Ehepaar. Er war einfach zu ungeduldig. Wer ist hier der Pfadfinder? Oh Gott, Ryder! Die Kühlbox ist hin. War halt nur Styropor. Das Ding hält echt nichts aus. Oh Gott, wir drei in einem Zelt. Nacht, Ryder. Nacht, Ben. Nacht, James. Nacht, Ben. In dieser Stadt finden Sie 100, wenn nicht 200 Augenzeugen. Leute, die nicht nur davon gehört, sondern die Dinge mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Hier in dieser Stadt, im Januar 1996. Es gab einen Absturz mit außerirdischen Überlebenden und die wandern nun durch den Urwald. Es fällt mir schwer, das zu glauben.
Eine Absturzstelle, hunderte Augenzeugen und mögliche Alien-Überlebende. Das ist doch eine super Story. Wenn wir hier nachforschen wollen, kriegen wir garantiert ein Sprachproblem. Ich finde, wir sollten uns einen Dolmetscher suchen. Der kann uns helfen, Augenzeugen zu finden und uns an Orte bringen, zu denen wir sonst keinen Zugang hätten. Mein Portugiesisch ist nicht so gut. Ich kann sagen, não falo português. Na toll, ich spreche kein. Du sollst ein guter Dolmetscher und Stadtführer sein. Ja, stimmt. Toll. Du hast sicher gehört, was hier passiert sein soll. Ja, viele Leute in Brasilien kennen die Geschichten. Aber wir wissen auch nur das, was in den Medien berichtet wurde. Ich bin schon gespannt. Super. Ich zeige euch alles. Aber vorher besorgen wir euch das Wichtigste auf dem Markt. Okay, vielen Dank. Wir gehen einkaufen, denn heute Nacht schlafen wir im Urwald. Wie findet ihr Brasilien so? So weit, so gut. Ich staune, wie gut du schalten kannst. Kann ich den gegen Kartoffeln tauschen? Behaltet ihn. Ich werde dich nicht los. Nicht mal für ein paar Tomaten? Ein paar Planen? Was noch? Macheten? Was hat sich verändert? Como isso afetou a vida de vocês? Alles. Freundschaften, Arbeit, Schule. Menschen nahmen Abstand, weil sie für verrückt hielten. Alguém pode chegar? Não, foi assim. Pegamos e levamos para tal lugar. Sie hofft, dass die Wahrheit eines Tages rauskommt und man ihr dann endlich glaubt. Ich bin so froh, dass ich sie treffen durfte. Deshalb mache ich das hier. Ich möchte Ihnen danken, aus tiefstem Herzen. Ele está muito, muito agradecido a vocês. Para ele é um dos momentos altos da carreira dele. Encontrar vocês, conversar com vocês. Entschuldige die Heulerei. Schon klar, ich weiß. Darum mache ich das alles hier. Ich will diesen Menschen Gehör verschaffen. Keiner glaubt mir, aber ich weiß, wovon ich spreche. Darum geht's. James ist sehr emotional. Denn viele schlachten dieses Thema aus. Aber er hat ein echtes Anliegen. Es hat ihn viel Mühe gekostet, die Frauen zum Reden zu bewegen. Und er kämpft so hart, um ein Bewusstsein für die Existenz von UFOs zu schaffen. We're really grasping at straws here.
Keiner sagt uns, wo das UFO abstürzte und was mit den angeblichen Wesen geschah. Niemand gibt uns auch nur einen Tipp. Also nehme ich die wenigen Hinweise, die wir haben, und führe uns zu dem Ort, an dem der Absturz stattgefunden haben könnte, falls es einen gab. Durch den Sturm ist es dunkel, aber es muss auch so gehen. Das ist ein Schuss ins Blaue, aber wir suchen die Gegend dennoch nach Hinweisen ab. Keiner sagt uns, wo das UFO abstürzte und was mit den angeblichen Wesen geschah. Niemand gibt uns auch nur einen Tipp. Also nehme ich die wenigen Hinweise, die wir haben, und führe uns zu dem Ort, an dem der Absturz stattgefunden haben könnte, falls es einen gab. Durch den Sturm ist es dunkel, aber es muss auch so gehen. Das ist ein Schuss ins Blaue, aber wir suchen die Gegend dennoch nach Hinweisen ab. Es ist stockdunkel und durch den Regen ist alles nass, wir inklusive. Immerhin ist meine Stimmung noch gut. Ich gehe allein los, während die Jungs die Gegend nach Trümmern absuchen. Da ist schon was. Der Baum ist riesig. Große Äste sind abgeknickt. Keine Ahnung, ob durch Blitze oder was anderes. Der hatte schon bessere Tage. Ryder an Ben und James? Ryder, what's going on? Was ist los? James hier. Ihr müsst herkommen. Ich bin östlich von euch. Verstanden, wir kommen. Hey, Ryder. Hey, Jungs. Ah, wow. Riesige Spinnennetze im Baum. Seht euch das an. Diese Fäden. Dick wie Angelschnur. Die sind enorm. Hier ist eins und da auch. Überall. Oh Mann, da. Ein einziges Spinnennest. Seht mal. Guck mal da. Das müssen Hunderte sein. Ryder, komm her. Was zur... Oh mein Gott. Das müssen Hunderte sein. Ich bin für Rückzug. Wir sind in der Unterzahl. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Meine Tasche liegt noch da. Bestimmt voller Spinnen. Wenn die Wesen wirklich in den Wald geflüchtet sind, sind sie vielleicht hier durchgekommen. Das ist der... Sei vorsichtig. Zum Glück habe ich mir nichts abgehackt. Ich bin rückwärts gefallen, mit der Machete in der Hand. Mitten in dieser grünen Hölle. James, pass ja auf. Komm wieder her. Ich kletter aus dem Graben und komme zurück. Verstanden, aber vorsichtig, ja? Machen wir Feuer? Ja. Na dann los. Okay, du darfst. Durch die kleinen Spalten hier kommt überall gut Luft dran. Viel Glück. Ich bin gespannt. Ich tue ein paar Papierschnipsel rein. Lass das. Ach komm. Lass den Pfadfinder ran. Da ist aber Plastik dran. Echt? Also echt, James. Gut, ich halte mich raus. Zum Glück muss ich nur eine Nacht mit euch hier draußen bleiben. Ihr seid wie ein altes Ehepaar. Er war einfach zu ungeduldig. Wer ist hier der Pfadfinder? Oh Gott, Ryder!
Die Kühlbox ist hin. War halt nur Styropor. Das Ding hält echt nichts aus. Oh Gott, wir drei in einem Zelt. Nacht, Ryder. Nacht, Ben. Nacht, James. Nacht, Ben. Nacht, Ryder. Nacht, James. Nacht, Aliens. Letzte Nacht war unheimlich und hat uns nicht weitergebracht. Hoffentlich kann uns José Pereira helfen. Er ist General der brasilianischen Luftwaffe. Ex-Kommandeur der brasilianischen Flugabwehr. General Pereira ist 47 Jahre im Dienst und war Befehlshaber des Luft- und Raumfahrtkommandos. Wenn einer was über UFO-Flächen informieren, damals nicht. Mit General Pereira haben wir einen aktiven General, der die Existenz von UFOs bestätigt. Das war beeindruckend. Unfassbar. Echt cool. Er weiß so viel mehr, als er sagen durfte. Und ich wette, er hätte es gern verraten. Aber schon, dass wir ihn treffen durften, war die Reise wert. Ich garantiere euch, dass die veröffentlichten Informationen erst die Spitze des Eisbergs sind. Die Luftwaffe weiß mehr und die amerikanische Regierung auch. Du garantierst das? Wirklich? Absolut. Am Ende kommt raus, es gab Besucher und sie wussten es. Er sagte nur, unbekannte Flugkörper. Die Einheimischen glauben fest an die Aliens im Urwald. Vielleicht können wir sie nicht finden, weil sie sich zu gut verstecken. Und wo ginge das besser als in einer Höhle? Um so eine zu finden, müssen wir allerdings durchs Wasser. Ich ziehe meine Shorts an. Brasilien hat eines der komplexesten Flussnetze weltweit. Wer sich da auskennt, kommt überall hin. Hoffentlich finden wir ein paar interessante Höhlen. Okay, guys, looks like these rapids. Die Stromschnellen sehen tückisch aus. Also Achtung! Meine Shorts sind nass. Super. Hier wird's ruhiger. Bis zur Höhle sind es 5 Kilometer Fußmarsch. Hört ihr auch diese komischen Geräusche? Wie hört es sich an? Als würde etwas Schweres durch den Wald laufen. Ich weiß nicht, was es ist.
Irgendwas ist hier gerade durchgelaufen. Spinnenweben. Licht? Nein, ich will die nicht auch noch sehen. Soll ich mal? Schon okay. Ich schwöre, ich habe was gehört. Als würde was ums Zelt laufen. Genau das höre ich auch. Und ich bin allein. Ihr seid immerhin zu zweit. Au! Mich hat was gebissen. Der Wald ist so dicht, ich kann nicht mal den Himmel sehen. Falls mir was passiert... James, okay? James, alles klar? Ich bin gestürzt. Alles okay. Ich wollte euch nur veralbern und dann falle ich wirklich. Sei vorsichtig. Zum Glück habe ich mir nichts abgehackt. Ich bin rückwärts gefallen mit der Machete in der Hand. Mitten in dieser grünen Hölle. James, pass ja auf. Komm wieder her. Ich kletter aus dem Graben und komme zurück. Verstanden, aber vorsichtig, ja? Machen wir Feuer? Ja. Na dann los. Okay, du darfst. Durch die kleinen Spalten hier kommt überall gut Luft dran. Viel Glück. Ich bin gespannt. Ich tue ein paar Papierschnipsel rein. Lass das. Ach komm. Lass den Quarkfinder ran. Da ist aber Plastik dran. Echt? Also echt, James. Gut, ich halte mich raus. Zum Glück muss ich nur eine Nacht mit euch hier draußen. Weil sie für verrückt hielten. Alguém pode chegar? Não, foi assim. Pegamos e levamos para tal lugar. She just says that she hopes that one day the whole thing will come. Sie hofft, dass die Wahrheit eines Tages rauskommt und man ihr dann endlich glaubt. Ich bin so froh, dass ich sie treffen durfte. Deshalb mache ich das hier. Ich möchte Ihnen danken, aus tiefstem Herzen. Ele está muito, muito agradecido a vocês. Para ele é um dos momentos altos da carreira dele. Encontrar vocês, conversar com vocês. Entschuldige die Heulerei. Schon klar, ich weiß. Darum mache ich das alles hier. Ich will diesen Menschen Gehör verschaffen. Keiner glaubt mir, aber ich weiß, wovon ich spreche. Darum geht's. James ist sehr emotional. Denn viele schlachten dieses Thema aus. Aber er hat ein echtes Anliegen. Es hat ihn viel Mühe gekostet, die Frauen zum Reden zu bewegen. Und er kämpft so hart, um ein Bewusstsein für die Existenz von UFOs zu schaffen. We're really grasping at straws here. Keiner sagt uns, wo das UFO abstürzte und was mit den angeblichen Wesen geschah. Niemand gibt uns auch nur einen Tipp. Also nehme ich die wenigen Hinweise, die wir haben, und führe uns zu dem Ort, an dem der Absturz stattgefunden haben könnte, falls es einen gab. Hey,
Durch den Sturm ist es dunkel, aber es muss auch so gehen. Das ist ein Schuss ins Blaue, aber wir suchen die Gegend dennoch nach Hinweisen ab. Es ist stockdunkel und durch den Regen ist alles nass, wir inklusive. Immerhin ist meine Stimmung noch gut. Ich gehe allein los, während die Jungs die Gegend nach Trümmern absuchen. Hi, Eduardo. Yeah. Hello. Ryder, Ben and James. Hello, hi, James. Du sollst ein guter Dolmetscher und Stadtführer sein. Ja, stimmt. Toll. Du hast sicher gehört, was hier passiert sein soll. Ja, viele Leute in Brasilien kennen die Geschichten. Aber wir wissen auch nur das, was in den Medien berichtet wurde. Ich bin schon gespannt. Super. Ich zeige euch alles. Aber vorher besorgen wir euch das Wichtigste auf dem Markt. Okay, vielen Dank. Wir gehen einkaufen, denn heute Nacht schlafen wir im Urwald. Wie findet ihr Brasilien so? So weit, so gut. Ich staune, wie gut du schalten kannst. Kann ich den gegen Kartoffeln tauschen? Behaltet ihn. Ich werde dich nicht los. Nicht mal für ein paar Tomaten? Ein paar Planen? Was noch? Macheten? Eine Frage. Hat er je ein UFO gesehen? Nur im Fernsehen. Glaubst du dran? Ja. Warum? Das Universum ist so groß. Cool. Klingt logisch. Wir finden eins für dich. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ciao, obrigado. So, Ryder denkt, wir sollten in den Urwald gehen und versuchen, diese angeblichen Aliens zu finden. Wir müssen von der Straße weg und einen Platz für unser Lager finden. All right, for you. Es lichtet sich. Ich sehe es.